Unklar ist die Ursache für den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Marstallstraße am Montagnachmittag. Das Feuer brach kurz nach 14.30 Uhr in der Dachgeschosswohnung des Zweifamilienhauses aus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 28-jährige Wohnungsinhaberin im Treppenhaus des Anwesens, während sich ihr 6-jähriger Sohn kurzfristig alleine in der Wohnung aufhielt. Nachdem die 28-jährige Brandgeruch bemerkte, rettete sie ihren Sohn aus der bereits in Flammen stehenden Wohnung. Beide mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr Schwetzingen war mit 20 Mann im Einsatz und konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.